Hola liebe Susi, ich habe einige deiner Folgen über Burnout gehört und viel Wertvolles daran mitnehmen können. Mich würde interessieren, wie es sich mit dem Thema Depression und Burnout so verhält. Nachdem ich letztes Jahr durch ein Burnout für neun Monate ausgefallen bin, geht es mir inzwischen, nach einem Jahr, wieder recht gut. Ich habe den Job gewechselt und habe dort ein gutes Arbeitsklima und kaum Stress. Das hilft natürlich ungemein. Ich werde immer noch ziemlich schnell müde, kann aber einigermaßen gut damit umgehen. Was mir mehr Sorge bereitet, ich hatte eine Phase nach, das hat sie hier in Anführungsstrichen gesetzt, nach dem Burnout, wo ich Angst und Panikattacken hatte. Mein Psychiater hat mir Medikamente verschrieben und das hat auch geholfen. Nun muss ich es noch schaffen, die Angst vor der Angst aus meinem Kopf zu kriegen, aber auch das ist einiges besser geworden und ich versuche die Medikamente zu reduzieren. Denn ich habe Depressionen und nehme seit ein paar Tagen auch hierfür Medikamente. Ich habe ganz sanft damit angefangen, und werde allenfalls auch nicht bis zu der Dosis hochfahren, die mir mein Psychiater empfohlen hat. Ich habe sehr großen Respekt vor diesem Zeugs. Depression. Während eines Burnouts oder auf dem Weg der Genesung, ist das ein typisches Phänomen? Und mein Psychiater sagte mir, dass eine Depression immer wieder weggeht, meistens im Zeitraum von einem Jahr. Mit Medikamenten würde ich diese Zeit besser durchstehen können. Hast du mit deinen Klienten Erfahrungen gemacht, die mir zu diesem Thema weiterhelfen? Gibt es allenfalls einen Podcast dazu? Herzliche Grüße aus der Schweiz, Eva. Schön, dass du wieder mit dabei bist in Folge 7 der fünften Staffel meines Podcasts, Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Heute geht es um ein brisantes Thema, an dem so gut wie kein Burnout-Betroffene vorbeikommt. Die Depression und die Medikamente. Ein großes Thema, denn die Ursachen, Erscheinungsformen und die Behandlung von Depressionen sind genauso wie die Medikamente für Burnout und Depressionen weitläufig und vielfältig. Depressionen sind eine sehr ernste Angelegenheit und immer individuell zu betrachten. Deshalb soll es heute noch nicht unbedingt um deren Heilung gehen, sondern erstmal vor allem um das Thema Psychopharmaka, welches wirklich oft im selben Atemzug mit Depressionen und Burnout genannt wird und Betroffenen auf ihrem Weg leider schon ganz am Anfang begegnet. Ich habe dir Geschichten und Statistiken mitgebracht, die dich erstaunen und vielleicht... Auch etwas schockieren werden. Die nächste Folge in zwei Wochen wird an dieses Thema anknüpfen. Dann werde ich für dich die ganze Angelegenheit aus einem anderen Blickwinkel, nämlich dem, aus dem wir bei Burnout Coaching Berlin mit Burnout und Depressionen arbeiten, erläutern. Heute jedoch werde ich zuerst meine persönliche Erfahrung über den Einsatz von Medikamenten anhand zweier Beispiele aus meiner Praxis mit dir teilen, nämlich der Geschichte von Carla und der Geschichte von Andrea, die beide unterschiedlicher nicht sein könnten. Die heutige Episode ist übrigens Eva gewidmet, welche mich mit ihrer E-Mail vor ein paar Wochen quasi nochmal auf die Dringlichkeit dieses Themas hingewiesen hat. Liebe Eva, vielen Dank für deine offene E-Mail. In der letzten Folge, also Staffel 5, Folge 6, habe ich ja endlich über sogenannte Rückfälle gesprochen. Und darüber, warum selbige sich genauso, also über Ängste und Panikattacken äußern können. Warum genau bei Burnout neben vielen anderen körperlichen Symptomen auch Panikattacken und Ängste bzw. diese innere Unruhe eigentlich entstehen, kannst du in Staffel 3 Folge 10 nachhören. Staffel 3 Folge 10 dient Zusammen mit der Folge vom letzten Mal, nämlich auch ein bisschen als Grundlage für die heutige Episode. Eva schreibt also: Ich habe Depressionen und nehme seit ein paar Tagen auch hierfür Medikamente. Ich habe ganz sanft damit angefangen und werde allenfalls auch nicht bis zu der Dosis hochfahren, die mir mein Psychiater empfohlen hat. Ich habe sehr großen Respekt vor diesem Zeugs. Ich sage zu Recht, liebe Eva. Psychopharmaka werden heutzutage viel zu schnell und teilweise auch unwissend eingesetzt. Von dem, was ich im Laufe meiner Zeit als Coach erlebt habe, waren die meisten Verordnungen überhaupt nicht angebracht. Bevor ich aber dazu komme, warum das so ist und warum ich persönlich das wirklich fatal finde, möchte ich dir von Carla erzählen. Denn manchmal können Psychopharmaka tatsächlich Leben retten oder erleichtern. Bei Menschen im Schock oder mit Suizidgedanken etwa. Oder wenn der eigene Körper ein bestimmtes Hormon nicht selber herstellen kann. Klara's psychische Probleme begannen früh. Im Alter von 14 Jahren fand sie sich das erste Mal in einer psychiatrischen Klinik wieder. Es ging ihr hundeelend. Sie war bereit gewesen, das Zeitliche zu segnen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Alles kam ihr sinnlos vor. Sie war irgendwas zwischen traurig, gleichgültig und ängstlich und zog, gefühlt, eine dicke graue Wolke hinter sich her, die so schwer wog, dass sie morgens nicht mal aufzustehen vermochte. Dieses blöde Ding schob sich in ihre Sicht auf ihr Leben, und so sah sie weder ein Morgen noch eine Zukunft für sich kommen. Sie war gefangen. Sie steckte fest. Und niemand, wirklich niemand, konnte durch diese Wolke zu ihr durchdringen. Das war nicht das erste Mal so. Und es war auch nicht immer so. Man könnte sagen, Carla wirkte manchmal, als ob zwei völlig unterschiedliche Gesichter in ihr schlummerten. Denn normalerweise war sie ein sehr offenherziges, weiches, liebevolles Mädchen, welches vor Energie und Lebenslust nur so sprühte. Sie hatte nie Probleme mit Mitschülern. Dem kleinen Bruder oder ähnliches. Und selbst in schwierigen Zeiten wirkte sie eher leichtfüßig, fast schon ein bisschen zu gut gelaunt, bis, ja, bis dann plötzlich wieder die dunkle Wolke kam und alles hinter einem grauen Schleier verschwinden ließ. Sie bekam Psychopharmaka verschrieben, die sie artig nahm, und rasch ging es ihr besser. Die Eltern waren erleichtert. Carla war erleichtert. Denn endlich konnte sie wieder ihr ganz normales Leben einer Schülerin fortsetzen. Einige Zeit war vergangen, da beschloss Carla, inzwischen war sie fast 16, die Medikamente abzusetzen. Carla ist ein kluges Mädchen. Und das kluge Mädchen wusste mit 16 schon, dass es nicht gesund sein kann, ein Leben lang Chemiepillen, wie sie es nannte, einzunehmen. Carla wollte ihr eigener Herr sein und nicht immer irgendeine Substanz brauchen, um klar zu kommen wie ein Junkie, sagte sie einmal zu mir. Sie setzte also heimlich, ohne das Wissen ihrer Eltern oder ihrer damaligen Therapeuten, alles ab. Und zu ihrer Freude passierte nichts. Ganze fünf Monate lang. Doch dann schob sich die Wolke aus einem Hinterhalt zurück in ihre klare Sicht. Als hätte sie nur gelauert und darauf gewartet, zurückzukommen, sagte Klara. Heute ist Klara fast 40 und hat im Laufe ihres Lebens unzählige Male genau das getan. Medikation angesetzt, abgesetzt, angesetzt, abgesetzt. Doch sie war nicht davon losgekommen und ein Blick auf die verordnung erklärte mir auch wieso. Kala bekam Lithium. Lithium ist ein Element, ein Botenstoff, den unser Körper normalerweise selber produziert. Vereinfacht gesagt, hilft Lithium unserem Körper und Geist dabei, konstant zu bleiben. Fehlt er so kippt unsere Stimmung nach einiger Zeit massiv hin und her. Die Seele, unser Innerstes, fährt ohne ihn Achterbahn, so wie bei Carla. Wenn der eigene Körper kein Lithium produziert, ist das in etwa vergleichbar mit einem Diabetiker, dessen Körper kein Insulin produzieren kann. Das Hormon oder der Botenstoff muss von außen zugeführt werden. Hier hilft keine Psychotherapie. Denn der Grund für den Mangel dieses Botenstoffs ist nicht, dass die Botenstoffvorräte aufgebraucht sind oder dass aufgrund der Belastung zu viele Stresshormone ausgeschüttet werden oder sowas. Die Ursache findet sich überhaupt nicht in dem Verhalten der Lebensweise oder in alten, nicht bearbeiteten psychologischen Traumata von Carla, sondern Carla fehlt etwas von Natur aus und zwar schon immer. Sie hat das, was wir als bipolare Störung bezeichnen: ein ständiges Kippen zwischen Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt sein. Carla ist eines der wenigen Beispiele, bei denen die Behandlung mit Psychopharmaka angezeigt, hilfreich und absolut notwendig ist, damit Carla ihr normales Leben leben kann. Im Burnout-Kontext jedoch sind Fälle wie der von Carla selten und aus der Gabe von Psychopharmaka entstehen hier leider sehr oft viel mehr Probleme als Lösungen. Liebe Eva, du schreibst, mein Psychiater hat mir Medikamente verschrieben und das hat auch geholfen. Das freut mich natürlich für dich. Allgemein kann man schon sagen, Psychopharmaka tun in der Regel immer erstmal das, was sie sollen. Sie schlagen an. Und meistens werden sie für zwei Zwecke eingesetzt, nämlich entweder um dich zu pushen, wenn du zu denen gehörst, bei denen sich die Depression oder äh, das Burnout durch Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Abgeschlagenheit äußert, oder sie werden eingesetzt, um dich runterzubringen, wenn deine Depression sich durch Unruhe, gesteigerte Aktivität, Grübeln, oder Schlaflosigkeit zum Beispiel bemerkbar macht. Es gibt unzählige Präparate mit unzähligen Wirkungsstoffen und Wirkungsweisen auf dem Markt. Die meisten von ihnen sorgen entweder dafür, dass bestimmte Botenstoffe ersetzt werden, wenn sie denn fehlen, und dadurch Beschwerden verursachen wie bei Kala. Dies ist jedoch eher selten der Fall. Oder dass bestimmte Botenstoffe nicht mehr aufgenommen werden, weil sie eventuell zu viel vorhanden sind. Oder die andere Richtung, dass sie eben vermehrt aufgenommen werden. Botenstoffe steuern alles in deinem Körper. Deine Emotionen, deinen Schlaf und so weiter. Und einige von ihnen sind dir sicher auch bekannt. Serotonin, Adrenalin oder Cortisol wären die geläufigsten Beispiele. Du wiederum hast wahrscheinlich die eben genannten Folgen aus der ersten und der dritten Staffel gehört und weißt schon etwas mehr, nämlich, dass es auch andersherum deine Gefühle und Gedanken sind, die unter anderem darüber entscheiden, was wann in welcher Konzentration überhaupt ausgeschüttet wird. Hast du Angst und Stress, vielleicht sogar dauerhaft, sind Adrenalin und Cortisol gefragt zum Beispiel. Denn die schärfen deine Sinne, senken die Schmerzwahrnehmung und vieles mehr, damit du dich dem Stress oder der Herausforderung mutig entgegenstellen kannst. Das ist auch der Grund, warum so viele ihr Burnout erst zu spät bemerken. Adrenalin, Cortisol und ähnliche schränken die Wahrnehmung für deine Schmerzgrenze und deine Belastungsgrenze erheblich ein. Hast du zu viel Stress oder bist du dir deines Stresses nicht bewusst? Ist es nicht ungewöhnlich, dass du Aktivitäten, die eigentlich helfen würden, diese Stressbotenstoffe, die deine Leistungsfähigkeit kurzfristig steigern sollen, wieder abzubauen, nicht nachgehst und dein System wieder im Alarmzustand bleibt. Naja, und in diesem Alarmzustand schläft es sich zum Beispiel verdammt schlecht. Adrenalin und Cortisol sei Dank. Jemand, der dir Psychopharmaka verschreibt, Geht also davon aus, dass deine Probleme entstehen, weil dein Körper diese Botenstoffe zu viel produziert, sie nicht aufnimmt oder sie zu gut aufnimmt und dass die Medikamente dies regulieren werden, indem sie in deinen empfindlichen Botenstoffhaushalt eingreifen, damit du schneller wieder einsatzfähig bist. Und da sind wir auch schon beim ersten Knackpunkt in Sachen Psychopharmaka angekommen. Die schnelle Einsatzfähigkeit. Das eigentliche Problem, den ständigen Stress, das negative Selbstbild, ja, die ganze Wurzel des Burnouts, die ich in Staffel 1 Folge 4 erläutert habe, welche ja überhaupt erst für die vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen zum Beispiel sorgt, reguliert oder beseitigt das Medikament ja überhaupt nicht. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Wenn du Staffel 1 Folge 2 gehört hast, ist dir inzwischen bewusst, dass nicht nur dein Arbeitgeber ein gesteigertes Interesse daran hat, dass dein Burnout-Problem schnellstmöglich nicht mehr spürbar ist, sondern dass wir in einer Zeit, in einem System leben, welches auf permanentes Wachstum ausgelegt ist und Ausfälle von Arbeitskraft nicht gerne sieht. Vor allem nicht lange. Schließlich soll alles, auch die Arbeitskräfte, funktionieren wie kleine Rädchen in einer großen Maschine, die immer schneller läuft und jedes Jahr noch mehr Gewinn abwirft. Dass das Interesse von Wirtschaft und Krankenkasse. Immerhin kostest du dir ja auch mehr Geld, je länger du ausfällst, leider nicht immer das Interesse der Patienten ist, zeigt Andreas Geschichte. Du kennst sie und ihren Weg schon aus verschiedenen anderen Podcast-Folgen. Für die heutige Episode habe ich sie gebeten, Ihre Erfahrung selbst mit dir zu teilen. Liebe Susi, gerne schicke ich dir nochmal einen Rückblick auf meine Situation zu Beginn meines Burnouts. Ich habe lange gebraucht, um mir einzugestehen, dass es so nicht weitergehen kann, weil ich hohe Erwartungen an mich selbst hatte und nicht versagen wollte. Ich ging also zu meiner Hausärztin, brach dort in Tränen aus und sagte, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Sie schrieb mich krank mit der Bedingung, eine Psychotherapie aufzunehmen. Das tat ich einmal wöchentlich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam ich etwas zur Ruhe und fühlte mich verstanden, hatte aber trotzdem ein schlechtes Gewissen, dass ich krank geschrieben bin. Nach circa sechs Wochen bekam ich einen Anruf von der Krankenkasse mit der Nachfrage, wie es jetzt weitergehen soll bei mir und ob ich jetzt länger krank geschrieben bin. Man zitierte mich sogar an die Geschäftsstelle der Krankenkasse. Die Mitarbeiterin dort war ablehnend und unfreundlich und wies mich darauf hin, dass ihr keine Krankschreibung von einem Facharzt vorliegt, dass ich das bitte unverzüglich nachholen solle und dass ich dort bestimmt Tabletten verschrieben bekommen würde und dann wird schon alles wieder gut. Sie hätte schon einmal eine Kundin gehabt, die auch unter Burnout und Depressionen litt. Ich solle eben mal etwas mehr an die frische Luft gehen und mir ein Hobby suchen, fotografieren zum Beispiel. Irgendwann müsse ich ja auch mal wieder arbeiten gehen, mahnte sie mich. Ich ging also zum Psychiater. Dieser hörte sich geduldig meine Situation an, bestätigte mich, indem er die begleitende ambulante Psychotherapie gut hieß und verschrieb mir ganz selbstverständlich und abgeklärt Psychopharmaka. Einmal eines mit Escitalopram zum täglichen Einnehmen und zusätzlich ein Benzodiazepin für die besonders schwierigen Tage. Ich kam von diesem Termin nach Hause und habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so schlecht und als Versagerin gefühlt wie in diesem Moment. Ich hatte Angst, dass ich keine Kontrolle mehr über mein Leben habe und alles noch viel schlimmer gemacht habe. Dieser Druck der Krankenkasse, die Andeutung, dass ich nur krankgeschrieben bleiben dürfte, solange ich diese Pillen nehme, Ich bekam Panikattacken, fühlte mich völlig entwertet, denn ich machte doch Fortschritte in der Therapie. Warum durfte ich diese Zeit für meinen Genesungsprozess nicht haben? Nach langem Hin und Her überlegen habe ich mich dagegen entschieden, die mir verschriebenen Tabletten zu nehmen. Ich hatte Angst vor einer Entfremdung vor mir selbst und war nicht davon überzeugt, dass Tabletten zur Lösung meiner Probleme oder beim Verarbeiten und Akzeptieren der Dinge beitragen sollten. Ich habe jedoch vorgegeben, die Tabletten zu nehmen, um meine Krankschreibung nicht zu riskieren, und alle waren zufrieden. Die Krankenkasse, der Psychiater, die Psychotherapeutin. Am Anfang meiner langen Krankschreibung überkam mich eine noch nie dagewesene Müdigkeit und das Bedürfnis nach ganz, ganz viel Ruhe. Obwohl ich nichts von den Tabletten einnahm, ging es mir nach einigen Wochen Ruhe und Therapie immer besser. Zwischendurch, circa ab der neunten Woche der Krankschreibung, Erhielt mein Psychiater von meiner Krankenkasse immer wieder Anschreiben mit Nachfragen über meinen Therapieverlauf, in der auch die Frage inkludiert war, ob eine Behandlung mit Psychopharmaka erfolgt. Mein Psychiater erklärte mir, das sei eine ganz normale Prozedur. Die Kasse wollte sichergehen, dass ich meiner sogenannten Mitwirkungspflicht nachkomme. Denn es ist ja gesetzlich festgelegt, dass man sich auf Verlangen der Krankenkasse ärztlichen und psychologischen Behandlungsmaßnahmen zu unterziehen bzw. sich einer Heilbehandlung zu unterziehen hat, wenn eine Verbesserung des Gesundheitszustands bzw. die Verhinderung einer Verschlechterung dadurch zu erwarten ist. Und dazu, sagte er, zählen auch die Tabletten. Wenn man das nicht tut, also seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, ist die Krankenkasse berechtigt, Leistungen wie das Krankengeld zu verweigern, sagte er. Das war dann wohl das, was mir diese Mitarbeiterin auch schon angedroht hatte, sollte ich nicht willens sein, das Zeugs zu schlucken. Ich löste also weiter brav meine Rezepte ein und nahm nichts davon. Mit Hilfe meiner Therapie und des Coachings entwickelte ich einen festen Tagesablauf. Das tat mir gut. Yoga machen, spazieren gehen, viel schlafen, mein Essen mit viel Liebe zubereiten. Das alles half mir, mich zu orientieren, zu erden und dadurch erst einmal zu erkennen, welche Bedürfnisse ich überhaupt habe. Heute bin ich sehr froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und den vielleicht etwas längeren Weg gegangen bin, um mich mit mir und meinem Leben auseinanderzusetzen. Wenn ich das jetzt alles nochmal so reflektiere, bin ich wirklich schockiert, dass Psychopharmaka als Allheilmittel für alle angepriesen wird. Es ist doch nicht jeder gleich. Bei mir wurde übrigens nie eine neurologische oder generell eine körperliche Ursache für meine Depression nachgewiesen. Liebe Grüße, Andrea. Und nun zurück zu dir, liebe Eva. Du schreibst außerdem, mein Psychiater sagte mir, dass eine Depression immer wieder weggeht, meistens im Zeitraum von einem Jahr. Mit Medikamenten würde ich diese Zeit besser durchstehen können. Wie du nun aus Andreas Geschichte weißt, ist das eines der häufigsten Überzeugungsargumente, die Psychiater wählen, um Psychopharmaka an den Mann oder die Frau zu bringen. Du und jeder, der diesen Podcast länger hört, ist sich, genau wie Andrea damals, wahrscheinlich inzwischen bewusst darüber, dass der wirklich hilfreiche Weg aus dem Burnout lang ist und einiges an Mut, Geduld und vor allem Arbeit an sich selbst erfordert. Wäre eine Depression immer etwas, was wie ein Schnupfen halt mal da und dann wieder weg ist, würde ich diese Aussage, dass eine Depression immer wieder weggeht, meistens im Zeitraum von einem Jahr, und dass man diese Zeit besser durchstehen kann, wenn man nur fein seine Medikamente nimmt, zustimmen. Die meisten Depressionen jedoch haben Ursachen, die in uns drinnen liegen und nicht, wie ein Schnupfen, von außen in unser System eindringen. Und deshalb halt mal so kommen und gehen. Und diese Ursachen werden sich wieder und wieder melden bis sie gesehen, gehört und bearbeitet sind. Sie verschwinden oder regeln sich nicht von selbst. Sie wollen wirklich ad acta gelegt und nicht einfach nur unterdrückt oder weggeschoben werden. Nun ist natürlich die Frage, warum glauben dann so viele, dass Psychopharmaka das Allheilmittel schlechthin sind? Es gibt ja immer bessere, einfachere oder eben schlechtere Zeiten im Leben. Im Fall von Burnout und Depression sind die schlechten Zeiten oft nur der kleine Tropfen, der das schon vorhandene und ohnehin volle Depressionsfass nun zum Überlaufen bringt. Wenn wir umziehen und neben dem Alltagsstress noch ewig nach Wohnungen suchen, oder ein Familienmitglied plötzlich pflegebedürftig wird zum Beispiel. Die meisten dieser Momente im Leben, die das fast zum Überlaufen bringen, sodass Betroffene sich Hilfe suchen, dauern also naturgemäß nicht ewig. In diesem einen Jahr, in dem alles medikamentös unterdrückt wurde, löst sich diese Situation die dieses Fass zum Überlaufen brachte, zusätzlicher Stress durch einen Umzug etwa, oft auch auf, wenn der Umzug endlich durch ist zum Beispiel. Das Überlaufen des ohnehin vollen Depressionsfasses stoppt also erstmal, wenn der Umzug erledigt oder ein guter Pflegedienst für die Oma gefunden ist. Das volle Fass aber ist ja trotzdem immer noch da. Es verschwindet lediglich wieder ins Unterbewusstsein, weil es ja jetzt nicht mehr überläuft und im Alltag weniger stört und uns deswegen nicht mehr so auffällt. Es wird aber jederzeit wieder getriggert werden, wenn die nächste schwierige Lebensphase ansteht und der nächste kleine Tropfen alles wieder zum Überlaufen bringt. Und spätestens dann, steht erneut die Frage nach dem Psychopharmaka im Raum. Genau genommen ist die Depression also nach einem Jahr nicht einfach wieder weg, sie hat sich nur dahin zurückgezogen, wo sie die ganze Zeit war, ins Unterbewusstsein. Psychopharmaka können helfen und sind manchmal dringend notwendig, wie die Geschichte von Carla zeigt. Oftmals werden sie jedoch genutzt, um Müdigkeit oder Unruhe, welche ja eigentlich einen Sinn haben und die deshalb auch niemals ignoriert werden sollten, zu übertünchen, damit ein fixer Erfolg erzielt und die Patienten schnell, schnell wieder nützlich fürs System gemacht werden können. Und zwar ungeachtet der nachhaltigen Schäden, die dadurch entstehen. Dein Burnout oder deine Depressionen sind da, weil du in den letzten Jahren so gelebt und gearbeitet hast, wie du eben gelebt und gearbeitet hast. Kein Burnout dieser Welt wird sich jemals dadurch auflösen lassen, indem du Medikamente nimmst, die eigentlich dafür sorgen, dass du noch ein bisschen länger weitermachen kannst mit dem, was dich ins Burnout oder in die Depression geführt hat. Und noch was. Laut der Deutschen Stelle für Suchtfragen sind schätzungsweise 1,4 bis 1,5 Millionen Menschen derzeit abhängig von Medikamenten mit Suchtpotenzial. Von diesen 1,4, 1,5 Millionen sind 1,1 bis 1,2 Millionen Menschen abhängig von Benzodiazepin. Also das, was auch Andreas Psychiater ihr für die schweren Tage zwischendurch aufgeschrieben hatte. Weitere 300.000 bis 400.000 Menschen sind abhängig von anderen Arzneimitteln. Mehr dazu findest du auf der Webseite der DHS. Ich habe sie dir im Beschreibungstext dieser Episode verlinkt. Zurück zu unseren bunten Pillen. Manche dieser Präparate sind chemisch betrachtet nicht weit weg von Kokain oder ähnlichen Substanzen. Ich finde, es ist wenig verwunderlich, dass genau diese Medikamente auch von Dealern auf der Straße für gutes Geld vertickt werden. Und ja, es sind die gleichen Dealer, die auch Marihuana, Koks, Crack und was nicht alles verchecken. Traurig ist, dass all diese Substanzen, die du beim Dealer an der Ecke deiner Wahl kaufen kannst, Psychopharmaka eingeschlossen, für ihre Kunden, also die Kunden des Dealers, das gleiche bewirken. Ein besseres Gefühl, Angstreduktion, Beruhigung oder mehr Leistungsfähigkeit, einen tieferen Schlaf, mehr Selbstvertrauen. Oder auch die Fähigkeit, sich weiter mit Ach und Krach durch einen belastenden Alltag zu schleppen, den es auszuhalten gilt. Am Ende ist es also mit dem Psychopharmaka wie bei jeder anderen Droge auch. Durch den Einsatz von ihnen haben viele Menschen das Gefühl, die Depression hätte sich innerhalb eines Jahres gebessert. Sie sind entspannter, sie fühlen sich wohl. Ob das nachhaltig wirklich so ist und die Ursache tatsächlich aufgelöst wurde, wird die Zeit zeigen. Übrigens, so bunt und vielfältig wie die Symptome eines Burnouts oder auch einer Depression sein können, so bunt und vielfältig sind auch die eingesetzten Medikamente dafür. Manche Menschen reagieren eher mit Schmerzen und Überlastungssymptomen bestimmter Körperteile oder Organe auf ihre zehrende Lebenssituation. Aber im Prinzip gilt hier alles, was ich in den letzten Minuten beschrieben habe. Auch Schmerzmittel werden viel zu schnell und leichtfertig als die Lösung verschrieben und angepriesen. In diesen Fällen ist die Folge meist eine kurze Besserung, weil die Pillen oder Spritzen die Symptome verschleiern, dicht gefolgt von einer Erhöhung der Dosis, denn dein Körper möchte schließlich gehört werden. Also schraubt er die Schmerzen hoch, je höher du die Dosis schraubst, um sie zu betäuben. Und im Worst-Case kommt es so zu irreparablen Schäden und einer Dauermedikation weil nur der Schmerz jedoch nicht die eigentliche Belastung ausgemerzt wurde. Das Mantra der Woche lautet heute, kein Burnout dieser Welt wird sich jemals durch Medikamente allein auflösen lassen, wenn diese nur dafür sorgen, dass ich noch ein bisschen länger weitermachen kann mit dem, was mich ursprünglich ins Burnout, oder in die Depression geführt hat. Ja, längstes Mantra ever. Die wichtigste Info kommt jetzt zum Schluss. Im schlimmsten Fall verhindern Medikamente deine Heilung, weil du die Beschwerden und damit aber auch deine Erfolge auf dem Weg aus dem Burnout nicht mehr wahrnehmen kannst. Du weißt ja nicht, ob die Ursprungssymptome besser werden oder nicht, da du sie ja nicht mehr spürst. Sie trüben so dein Selbstvertrauen in dein Bauch und Körpergefühl. Und sie können im schlimmsten Fall dazu führen, dass du entweder süchtig wirst, weil du Angst hast, ohne sie wieder in die alten Probleme zurückzufallen. Oder Panik bekommst, wenn es ans Absetzen geht, weil du nicht weißt, ob es die Medikamente sind, die dich in der Spur halten, oder die intensive, erfolgreiche Arbeit an dir selber, die dafür gesorgt haben, dass du dich besser fühlst. Zu einer Sucht kommt es vor allem dann, wenn außer den Medikamenten nichts anderes getan wird, um deine Situation zu ändern. Wenn du also zum Beispiel keine Therapie oder Coaching machst. Jedes Mal, wenn das Burnout oder Depressionsfass wieder zum Überlaufen kommt, wirst du wieder diese Medikamente brauchen. Das ist ein Teufelskreis, der sich bis ins hohe Alter fortsetzen kann. Im Burnout-Kontext führt die Einnahme viel zu oft dazu, dass Betroffene ihre Kräfte und ihre Widerstandsfähigkeit überschätzen, viel zu früh wieder gesund geschrieben werden. Und einige Zeit später noch größere Probleme haben. Die nächste Podcast-Folge in zwei Wochen wird an dieses Thema anknüpfen. Dann werde ich die ganze Angelegenheit aus einem anderen Blickwinkel, nämlich dem, aus dem heraus wir bei Burnout Coaching Berlin mit Depressionen und Burnout arbeiten, beleuchten. Dann erfährst du auch von mir, wie du herausfindest, ob und wann Psychopharmaka vielleicht auch für dich das Richtige sind oder nicht, was wirklich hinter Depressionen und Burnout steckt und was die Alternativen sind, solltest du dich gegen eine Behandlung mit Medikamenten entscheiden. Wenn dir mein Podcast gefällt und du ihn als hilfreich empfindest, unterstütze mich jetzt, indem du ihm dort eine gute Bewertung oder fünf Sterne gibst, wo du ihn hörst und ihn an andere weiterempfiehlst, von denen du weißt, dass sie genau wie du von den Burnout Coaching Berlin Inhalten profitieren würden. Ich danke dir fürs teilen und zuhören. Bis zum nächsten Mal im zweiten Teil. Deine Susi